Herzlich willkommen. Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen im Kosmos zum Saisonstart von Cosmopolitics 2020. Eine unglaubliche Saison, die wir hinter uns haben. Wir haben viel geplant. Einiges konnten wir nicht umsetzen und einiges konnten wir jetzt aber fortsetzen. Und deswegen freut es mich heute ganz besonders, unsere Hosts hier heute begrüßen zu dürfen mit Ihnen, mit euch. Und zwar The Think Tank Wire meldet sich zurück mit der Serie Future Societies. Das ist jetzt die dritte Veranstaltung in dem Rahmen hier bei uns im Kosmos. Und mein Name ist Nathalie Brunner. Ich bin mitverantwortlich für das Kulturprogramm im Kosmos und ganz aufgeregt, dass wir jetzt endlich wieder mit Personen vor Ort und hier im Kosmos veranstalten dürfen. Und besten Dank auch, dass Sie sehr geduldig sich über das Einlassprozedere eingeloggt und eingecheckt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Der heutige Abend ist insofern auch eine Premiere, dass der virtuelle Kosmos, der als Experiment während des Lockdowns gestartet hat, das heißt ein virtuelles Format, das heißt wir konnten den analogen Kosmos, wie wir ihn kennen, erweitern in einen virtuellen Kosmos und gerade jetzt zu Zeiten der Pandemie kann man auch von zu Hause aus quasi ohne Ansteckungsgefahr mitschauen, mitdiskutieren. In diesem Sinne möchte ich auch alle Zuseherinnen und Zuseher da draußen, daheim und unterwegs begrüßen. Und derjenige, der sich am besten damit auskennt, wie das alles funktioniert im virtuellen Kosmos, ist mein Kollege André Weidmann. Und der wird jetzt das Mikrofon ergreifen und erklären, was es denn damit heute alles auf sich hat. Danke, André. Hallo. Ja, lokal und online. Ich bin heute euer Mann fürs Technische und euer Geldeintreiber. Das System heute heißt Pay as much as you can. Cosmopolitics ist kostenlos, aber wir würden uns sehr über eine Spende, über einen Beitrag freuen. Wenn euch Cosmopolitics gefällt, euch unsere Reihe gefällt, dann würden wir uns sehr freuen. Dazu kann man auf cosmos.ch/stream gehen und sich dort einloggen, einerseits für den Chat hier, da könnt ihr mit den Leuten zu Hause zusammen schreiben, euch austauschen, Fragen stellen. Online hat man leider nur die Möglichkeit, online Fragen zu stellen natürlich. Hier dürft ihr auch am Schluss ganz analog Fragen stellen. Außerdem gibt es auch eine analoge Kollekte am Schluss, das ist natürlich auch möglich. Und für die, die Twint haben, gibt es noch Twint am Schluss, wir haben an alle gedacht. So, jetzt soll es aber um Wire mit Slow Pandemics gehen und dafür gebe ich dir, Hein, das Mikrofon. Oder du hast es schon. Aber danke trotzdem.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zeitalter der Devolution. So wie Sie soeben gesehen haben, sind wir von ziemlich weit gekommen. Wir haben zwar einige von unseren Haare und Instinkte verloren, dafür haben wir aber eine enorm viel an Lebensqualität und Lebenserwartung gewonnen. Und gleichzeitig scheinen wir aber in einem Zeitalter angekommen zu sein, wo die Nachteile und Risiken von diesem Fortschritt sichtbar geworden sind. Wir haben Aufzüge entwickelt, um Gebäude hochzukommen. Wir haben verarbeitete Lebensmittel produziert, um ständig Zugang zu Nahrungsmitteln und Nahrungsprodukten zu haben. E-Bikes, um das Fahrradfahren zu erleichtern. Und Staubsaugerroboter, um die Wohnung zu putzen. Aber all dieser Wohlstand hat zwar unser Leben komfortabler und angenehmer gemacht, aber gleichzeitig geführt zu mehr Übergewicht, Erkrankungen, Diabetes und Rückenschmerzen. Und natürlich können wir die aktuelle Situation nicht ignorieren. Masken und soziale Distanz definieren unsere neue Normalität und die Corona-Pandemie hat weltweit enorme Konsequenzen auf unsere Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft. Solche Infektionskrankheiten werden auch in der Zukunft ein wichtiger Risikofaktor für unsere Gesundheit bleiben. Wir teilen diesen Planeten mit Viren, Bakterien und so weiter. Und sie sind anpassungsfähig, genau wie wir. Aber während wir nur bedingt Einfluss haben auf solche Infektionskrankheiten, sind die Konsequenzen von wie wir leben, wie wir unseren Alltag einrichten und wie unsere Gesellschaft gestaltet wird, die Gesundheitskonsequenzen davon sind langfristig größer und gleichzeitig auch veränderbar. Wir reden dabei von sogenannten langsamen Pandemien, Pandemien von nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die Tatsache, dass diese Krankheiten primär durch unser Verhalten und unsere Gesellschaft, wie wir die einrichten, verursacht werden, wirft eine Reihe von Fragen auf. Zuerst, wie soll unsere Definition von Gesundheit dann eigentlich aussehen? Was heißt es noch, gesund zu sein oder krank zu sein? Welche Rolle hat der Staat in Bezug auf diese Gesundheit? Braucht es vielleicht mehr Interventionen von der Staat? Mehr Regulierung? Und drittens, was sind die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung, das Vermessen in unserem Alltag? Was hat das für Konsequenzen für unsere Gesundheit und Möglichkeiten vor allem auch? Dann viertens, wie definieren wir Genuss und brauchen wir vielleicht einen neuen Umgang mit Genussmitteln? Und zuletzt die Frage der Verantwortung. Wie definieren wir Verantwortung und wer übernimmt welche Verantwortung? Wer als Bürger, die Wissenschaft, die Politik und so weiter? Ja, aus dieser Sicht möchte ich Sie nochmal herzlich begrüßen an dieser Veranstaltung heute Abend zum Thema Slow Pandemics, langsame Pandemien. Mein Name ist Heinz Jellekens, ich arbeite für Think Tank Wire und ich werde heute das Thema kurz präsentieren als Einstieg in der Diskussion mit euch allen hoffentlich. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch kurz ein paar Wörter sagen über diese Veranstaltung und warum wir das machen. Diese Veranstaltung steht in einer Reihe von Veranstaltungen, die wir Future Society genannt haben, wo wir uns auseinandersetzen mit künftigen gesellschaftlichen Themen und die gerne mit einem breites Publikum diskutieren möchten. Und diese Future Society Veranstaltungen sind wiederum eine Initiative der sogenannten Future Society Association, die wir als Wire dieses Jahr gegründet haben. Und das ist eine Partnerschaft zwischen Wire und verschiedenen Organisationen aus Wissenschaft und die breitere Gesellschaft. Und die Association setzt sich eigentlich auseinander mit der Gesellschaft von morgen und macht das eigentlich grundsätzlich durch drei Hauptaktivitäten. Zuerst geht es darum, gesellschaftliche Trends frühzeitig zu erkennen, um dann basierend auf dem Innovationen zu entwickeln und zu inspirieren, die über eine reine Shareholder Value hinausgehen und die dann drittens eigentlich als Grundlage dienen für eine Verbindung zwischen marktorientierte und sozialer Fortschritt. Das sind große Wörter, aber man muss manchmal auch Ambitionen haben im Leben. Gut, wir haben vorher über
vorherigen Veranstaltungen haben wir über verschiedene Themen geredet, zum Beispiel künstliche Intelligenz und die Digitalisierung. Heute steht aber unsere Gesundheit zentral und spezifischer diese langsame Pandemien. Und was verstehen wir unter langsame Pandemie? Das sind nicht übertragbare Krankheiten. Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, psychische Störungen und so weiter. Das sind chronische Krankungen, die sich über längere Zeit entwickeln, die aber enorme Konsequenzen haben für unsere Gesundheit. Sie sind verantwortlich für die meisten Todesfälle in der Welt. Ungefähr 70% stirbt an einer von diesen Krankheiten und sie nehmen auch die Mehrheit von allen Gesundheitskosten auf sich. Und man kann sie auch nicht unabhängig von dieser Covid-Pandemie verstehen oder von anderen Infektionskrankheiten. Forscher haben herausgefunden, dass dass Leute mit einer nicht übertragbaren Krankheit viel anfälliger sind für diese Covid, für das Covid-Virus. Aber die Aufmerksamkeit für diese Krankheiten ist trotzdem weniger da. Es gibt weniger Aufmerksamkeit, vor allem weil sie kein akutes Gefahr formen. Ich höre jetzt meine Echo mit ein bisschen Verspätung, das ist auch lustig. Sie entwickeln sich über längere Zeitspannen und sind dadurch weniger im Blick. Aber wichtig ist vor allem, dass wir verstehen, dass unser Verhalten und wie wir die Gesellschaft gestalten, eine unglaublich wichtige Rolle hat, in wie wir mit dieser Krankheit umgehen. Und wir wissen, dass viele Sachen nicht gesund sind. Wir wissen, dass zu viel Zucker und zu viel Salz nicht gut ist für uns. Wir wissen, dass Rauchen tödlich ist. Und wir wissen auch, dass wir uns genügend bewegen sollten. Aber trotzdem können Sie da unten sehen, wie Übergewicht eigentlich wie eine Pandemie sich über die Welt verbreitet hat. Und immer noch, vor allem jetzt in Indien und China, nehmen die Zahlen wahnsinnig zu. Es gibt immer noch mehr als 1 Milliarde Leute, die rauchen, die Zigaretten konsumieren. Genau, das sind die Zahlen. Also trotz Präventionskampagne, trotz dieses Wissen, bleiben strukturelle Veränderungen auch aus. Entschuldigung. Dazu kommen aber auch neue Risikofaktoren. Die übermäßige Nutzung von digitalen Medien und digitalen Geräten wird assoziiert mit vermehrter Einsamkeit, Depressionen und Sucht. Hormone im Trinkwasser werden assoziiert mit senkende Fruchtbarkeit und es gibt Mikroplastik in unserer Umwelt, die als krebserregend erfahren wird. Und dann gibt es die Licht- und Lärmverschmutzung in unserer Umwelt, die mit Schlafstörungen verbunden wird. Und diese Ausbreitung der Risikofaktoren entsteht nicht nur durch eine verändernde Umwelt, die entsteht auch, weil wir bessere Diagnostik haben, weil wir viel mehr messen. Wir vermessen unseren Alltag, wir vermessen unsere Schlafqualität, unseres Essen, wir vermessen, wie viele Schritte wir laufen. Und das alles führt auch dazu, dass wir immer mehr Risiken beobachten und wahrnehmen. Und das führt wiederum dazu, dass eine wachsende Sensibilisierung für Gesundheit entsteht. Und das kann einerseits dazu führen, dass Leute sich bewusster sind von ihrer Gesundheit und ihre Verhalten auch entsprechend anpassen. Es kann aber auch zu Verunsicherung und Angst führen. Soll ich jetzt meine Deodorant mit oder ohne Aluminium kaufen? Soll ich einen Luftreiniger kaufen für mein Zuhause? Und wann darf ich eigentlich meinen Tee trinken? Wann ist der kühl genug? Ja, bei das alles stehen eigentlich zwei Fragen im Mittelpunkt. Das erste ist, wie können wir überhaupt noch leben in einer Welt, wo alles krank macht? Wie können wir uns orientieren? An was sollten wir uns festhalten? Und zweitens, wie definieren wir die Verantwortung? Wo hört die individuelle Verantwortung auf und fängt die kollektive Verantwortung an? Und essentiell dabei ist, dass wir Gesundheit verstehen als etwas, das im Alltag verankert werden soll. Es geht nicht länger um eine Definition von Gesundheit, die eigentlich in der klassischen Medizin entwickelt worden ist, wo wir fokussen auf Heilen, auf etwas reparieren, sondern es geht darum, dass wir präventiv mit Gesundheit umgehen und Gesundheit viel näher am Alltag bringen. Das heißt, from health to life care.
Und genau wie bei dieser Covid-Pandemie ist unser Verhalten dabei essentiell. Gut, wie setzen wir das genau um? Wie machen wir diese Switch from Health to Life Care? Es gibt ein paar Ideen und Denkanstoßen, die ich gerne teilen möchte. Zuerst gibt es natürlich die Möglichkeit auf Produktinnovationen. Es gibt unglaublich viel Forschung, auch hier in der Schweiz, die versucht, Produkte zu verbessern, also Salz zu reduzieren und Zucker zu reduzieren im Produkt. Es gibt jetzt diese Vaping-Produkte, die wahrscheinlich weniger schädlich sind als traditionelle Zigarette und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist, dass wir viel mehr Orientierung für die Gestaltung des Alltags organisieren. Und das heißt nicht unbedingt mehr Information, sondern besser verteilte Informationen. Zum Beispiel, Sie können sich vorstellen, dass in einem Supermarkt, dass Sie einmal im Monat eine Zusammenfassung bekommen von Ihren Einkäufen und eine Analyse davon, anstatt einzelne Beurteilungen von Produkten, so wie wir das jetzt kennen bei dem Ampelsystem. Es braucht aber auch eine unterstützende Rolle von der Regulator, der klare Definitionen und Kriterien festlegt für Qualitätsstandards. Dann gibt es die Möglichkeit, das Verhalten zu verändern und Früherkennung von Krankheiten zu verbessern durch die Digitalisierung und digitale Tools. Auch da brauchen wir einen interdisziplinären Ansatz. Wir brauchen verschiedene Partner, die zusammenarbeiten, also Supermärkte mit digitalen Geräten. Die Daten sollten zusammenkommen, um eine präventive Wirksamkeit zu haben. Und auch da braucht es eine Rolle der Staat für Qualitätsstandards, für Digital Health Applications. Jetzt haben wir eine unglaublich breite Reihe von Applikationen, die wir auf unsere Handy hochladen können und wo wir unsere Schlafqualität vermessen können und so weiter. Aber die Effektivität davon ist nicht immer ganz klar. Und ich habe hier ein paar Beispiele mitgenommen, ein paar Beispiele von, wie diese Digitalisierung zu Verhaltensänderung führen kann und auch die Früherkennung verbessern kann. Da oben links sehen Sie eigentlich auch, wie die Sensoren immer integrierter werden, also nicht mehr irgendwo an einem extern, sondern die wird in der Kleidung integriert und die kann vital Daten vermessen, wie Herzfrequenz und so weiter. Da rechts sehen Sie ein Experiment in der U-Bahn in Tokio, wo Leute mit einem App eine personalisierte Bewegungsübung bekommen. Also abhängig von wo sie stehen in dieser U-Bahn oder ob sie sitzen, bekommen sie angepasste Übungen. Links unten die Möglichkeit von digitalen Verhaltensdaten für die Früherkennung von psychischen Krankheiten. Da gibt es ein enormes Potenzial, zum Beispiel durch die Sprachanalyse Schizophrenie früh zu erkennen und einzugreifen. Und dann hier rechts unten noch ein lustiges Beispiel von Jaguar und Land Rover, wo sie einen Fahrstuhl entwickelt haben, die eigentlich das Laufen imitieren soll, durch eine Stimulation von diesen Beinmuskeln. Genau. Aber die Frage ist natürlich, welchen Preis zahlen wir dafür? Was zahlen wir dafür, wenn wir diese Daten aufgeben und zu wem? Bringt es einen Verlust von die Privatsphäre? Und wie gehen wir um mit unserer Definition von Privacy, wenn Alltagsdaten medizinische Daten werden? Wenn wir zum Beispiel eben vorher gesehen haben, dass die Sprachanalyse eine Indikation sein kann von psychischen Erkrankungen, da sollten wir vielleicht die Definition von medizinischen Daten anpassen. Und es gibt vielleicht ein Risiko auf Diskriminierung, zum Beispiel durch eine Krankenversicherung, die seine Preise anpassen kann entlang die persönlichen Daten. Und die Frage ist, ob wir das haben möchten. Vierte mögliche Handlungsfeld ist eine Anpassung der Umwelt. Und da ist es wichtig, dass wir die nicht traditionellen Gesundheitssektoren einbeziehen. Das heißt, dass wir Architekten fragen, Gebäude so zu entwickeln, dass die Bewegung gefördert wird. Das fragt darum, dass wir die Landwirtschaft fragen um eine transparentere Produktionskette und so weiter. Und es braucht vor allem auch eine Zusammenarbeit zwischen
Firmen, zwischen Unternehmen, zwischen Individuen und der Politik für die Bekämpfung von Umweltrisikofaktoren, viel mehr als wir jetzt machen. Zuletzt sollten wir uns überlegen, wie wir Lebensqualität und Risiken definieren in diesem Zeitalter. Vielleicht sollten wir zum Teil wegkommen von dieser medizinischen Denkweise, wo wir immer bis jetzt versuchen, das Leben, die Lebensjahre zu maximieren. Und vielleicht sollten wir die Frage mal als Gesellschaft stellen, was ist wichtiger? Vielleicht geht es mehr darum, Lebensqualität zu haben und Quality of Life, anstatt immer versuchen, noch älter zu werden. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, wir brauchen eine neue Definition von Genuss und wie wir entspannen können. Vielleicht gibt es neue Möglichkeiten, Genuss wegzusehen von Sucht. Genau. Und dabei zum Schluss, ich komme jetzt zum Schluss, haben wir eigentlich zwei zentrale Spannungsfelder. Das erste ist eigentlich die Spannungsfeld zwischen Verantwortung, also zwischen individueller Verantwortung und die kollektive Verantwortung. Wer übernimmt welche Verantwortung? Und die zweite ist das mögliche Spannungsfeld zwischen Genuss und Gesundheit. Wie finden wir da ein vernünftiges Gleichgewicht? Weil, wie wir allen wissen, gibt es auf diese Sache, auf dieser Welt ganz viele Sachen, die leider geil sind. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an dem Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich leider geil. Diagnose, Psychose, mir doch egal, denn ein Limit vor dem Aufstehen leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt leider geil. Dankeschön. Bitte ich meine Kollegen auf die Bühne. Möchtest du mit? Möchtest du da? Gut. So, Mikrofone sind an. Ja, auch von mir einen wunderbaren, schönen Abend dem Publikum im Saal und auch zu Hause. Mein Name ist David Hesse vom Think Tank Wire und ich werde hier mit unseren beiden Gästen die Diskussion beginnen, sehr kurz und dann sehr schnell öffnen fürs Plenum und auch für die Leute, die virtuell zuschauen, sodass wir zusammen über diese Themen diskutieren können. Ich danke den beiden Gästen fürs Kommen. Zu meiner rechten Seite ist Evelyn Hippeli. Sie ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Medienpädagogin, Dozentin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich mit einem Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und Medien und dabei auch Medien und Gewalt und Medien und Sucht, ja, wenn man das sagen kann. Zu meiner Linken ist Jirika Thomas. Er ist Doktor der Medizin, studierte Medizin an der Universität Zürich und an der Humboldt-Universität in Berlin. Er war auch kurz als Arzt tätig, ist heute aber vor allem Unternehmer, berät Startups im Bereich Management und Medizin. Wenn ich das recht verstanden habe, er ist auch beim Health Tech Cluster mit dabei und Lehrbeauftragter im Bereich Management und Gesundheitswesen an der Universität Zürich. Ich danke Ihnen beiden vielmals fürs Kommen. Jetzt hat mein Kollege Hein Schellekens vorher ausgeführt, wir wissen sehr viel. Wir sind alle potenziell krank. So viele Daten, so viel Information über unseren Zustand. Es gibt eine sehr gute Chance, dass wir irgendwas finden, was uns betrifft und wo wir krank sind. Wir haben auch gehört, unser Verhalten ist wichtig, das, was wir selber tun, wie wir leben im Alltag. Frau Hippeli, wenn wir einkaufen, vielleicht im Laden, dann wissen wir, was wir tun müssen. Oder wir kaufen vielleicht nicht Zucker oder keine 2-Liter-Flasche Coca-Cola. Wenn wir im Büro arbeiten, ja, dann sitzen wir im Stuhl und müssen vielleicht da sitzen. Wir arbeiten mit Computern, mit digitaler Technologie, die uns vielleicht süchtig macht. Wie sollen wir uns denn da vernünftig verhalten, eine vernünftige Life Care praktizieren und gesund bleiben? Genau, also die Frage mit
mit dem im Büro sitzen, richtet sich ja jetzt mehr an Erwachsene. Und nichtsdestotrotz gibt es ja irgendwo eine Balance zwischen Eigenverantwortung, also das Individuum, das selbst erkennt, mir tut etwas nicht gut. Das kann eben zum Beispiel sein, dass ich im Büro sitze und nach 2 Wochen merke, ja, irgendwie ist mir jeden Abend irgendwie nicht so gut um den Rücken herum und dass ich dann etwas dagegen unternehme. Dann gibt es aber auch Individuen, die diese Selbstverantwortung nicht so sehr wahrnehmen und darauf warten, dass sie vielleicht vom Arbeitgeber einen Flyer oder von der SUVA einen Flyer kriegen, was sie denn tun können, um ein bisschen gerader da zu sitzen oder ihren Bildschirm anders einzustellen. Also ich glaube, da braucht es schon eine gute Balance, aber damit kann man natürlich nicht erst im Erwachsenenalter anfangen. Das muss schon vorher passieren. Also schon an der Schule mit den Kindern? Schon an der Schule mit den Kindern, aber auch schon im Elternhaus quasi, weil von den Eltern schauen sich die Kinder ja ganz viel ab, auch was Medien angeht. Dass man da ein gesundes Verhalten schon vorlebt, wie sollte das dann konkret aussehen? Ja, das ist jetzt ein bisschen die Suche nach dem Heiligen Gral hier, oder? Wie das aussehen könnte, weil es gibt ja so viele Familien da draußen und deshalb gibt es auch so viele Familienuniversen, Ansichten über Medien, dass da jede Familie auch ein bisschen selber das steuert und eben auch selber entscheidet. Aber ich würde eben sagen, das mediale Vorbild, das ein Elternteil auch darstellt für ein Kind, von ganz früh an schon, das führt bei einem Wesen, dem Menschen, das durch Modelllernen ganz viel sich aneignet, eben schon sehr früh dazu, dass man sich dieses und jenes abguckt. Und deswegen kann eben auch schlechtes Medienverhalten oder suboptimales Medienverhalten von Eltern, Bezugspersonen, Lehrpersonen auch auf die Kinder abfärben. Also doch auch ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Vorbildfunktion, was Sie hier ansprechen, dass man sich also auch als Erwachsener Gedanken darüber machen muss, was ist gesundes Verhalten, wie kann ich das weitergeben. Herr Gattomas, wenn ich Sie als Mediziner fragen darf, jetzt wird diese Eigenverantwortlichkeit so betont, wir haben es in der Hand, so wie wir leben, das bestimmt, wie krank wir werden. Stimmt denn das immer, gerade jetzt im Zusammenhang mit diesen nicht übertragbaren Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, da spielen doch die Gene, die Veranlagung, und vielleicht auch die Umwelt auch eine Rolle? Ja, ich meine, wenn es um Menschen geht, dann sind es immer Individuen und jedes ist ja zum Glück ganz unterschiedlich und von dem her immer oder nie, es ist in der Biologie zum Glück nicht da. Grundsätzlich gibt es sicherlich Krankheiten, wo die Genetik mehr Einfluss hat, Beispiel an Chorea Huntington und so weiter, wo einfach gewisse Sachen sehr, sehr stark vorgegeben sind. Und dann gibt es natürlich auch Krankheiten, wo es wahrscheinlich auch ungefähr 50% der Faktoren selbst reguliert werden könnten durch das Handeln des Einzelnen. Aber auch da wieder, für jemand macht das 2 Wochen Sitzen schnell was und für einen anderen einen Monat und aber vielleicht kommt es dann nach 5 Jahren umso stärker, weil der früher etwas hatte, hat früher Symptome und hat sich dann eher da angepasst. Also wie gesagt, sehr, sehr schwierig da zu sagen, schwarz-weiß oder 50-50 oder was auch immer. Aber trotzdem haben Sie 50-50 gesagt, so ungefähr. Ja, so. Leute müssen ja ein bisschen Zahlen haben. Geschätzt. Ja, aber wenn Sie jetzt so eine Präsentation hören, wo das Verhalten des Individuums so sehr betont wird und im Zentrum steht, macht das Sinn? Ja, sicher. Ja, dass man da. Aber das Lustige ist ja, dass die Menschen es wissen und trotzdem nichts machen. Also erklären Sie einem 23-jährigen Gesunden, dass er aufhören soll zu rauchen oder dass er nicht jeden Tag was trinken soll, was nicht gut ist. Oder wenn Sie morgens mit dem Bus fahren, sehen Sie diese 0,25 Liter komischen Getränke, da ist ja nur Zucker drin. Und die Menschen kippen das ja rein. Schrecklich. Und wenn wir jetzt den Vorschlag des Regulierens im Raum haben, ja, wie er vorher da war, kann man das vielleicht einfach härter unterbinden? Oder wie in New York sagen, gewisse Softdrinks gibt es nicht mehr in dieser Größe? Regulation ist für mich immer so ein Unwort. Jetzt nicht nur auf das bezogen, sondern allgemein. Ich glaube, man sollte versuchen, die Menschen am Verstand zu packen. Nicht ganz einfach. Aber es gibt sicherlich Kulturen, bei denen Regulation besser funktioniert als bei uns. Also sehen wir auch, wurde ja mehrfach angetönt wegen Covid-19,
in Südostasien oder auch in China, wie da einfach von 0 auf 1 geschaltet werden konnte. Und man hat das einfach verfolgt. Und ich glaube, damals im März in der Schweiz, wenn wir dann sofort von 0 auf 1 und kompletter Lockdown, aus meiner Sicht, wir hatten ja gar keinen richtigen Lockdown, geschaltet hätte, dann hätten die Schweizer das wahrscheinlich nicht akzeptiert. Und daher glaube ich auch Regulation für die Schweizer, für Zentraleuropa eher weniger. Die Deutschen sind da ein bisschen mehr autoritätsgläubig als die Schweizer. Aber für Asien und so weiter glaube ich, dass das klappen würde. Das würden die Deutschen als Generalisierung natürlich zurückweisen und sagen, auch wir leben natürlich in der genau gleich freiheitlichen Gesellschaft wie ihr Schweizer, aber Sie haben die verschiedenen politisch-historischen Kulturen und Vorbedingungen angesprochen, die es zweifellos gibt. Jetzt haben wir hier einen Mediziner und eine Medienwissenschaftlerin auf der gleichen Bühne und wir sprechen über sehr verschiedene Dinge, wenn wir über diese NCDs, diese Non-Communicable Diseases, diese nicht übertragbaren Krankheiten sprechen. Wie sinnvoll ist es, Frau Hippeli, wenn man Phänomene wie Online-Sucht oder psychische Störungen aufgrund von digitaler Abhängigkeit zusammennimmt mit, sagen wir, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Diabetes? Ist das eine vernünftige Kategorie, diese NCDs? Ob das jetzt vernünftig ist, ist es eine. Es ist primär mal eine Kategorie, die man so zusammengewürfelt hat. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man eigentlich sagen, es geht sehr stark um das Individuum und auch den Leidensdruck und die eigene Risikowahrnehmung. Also es gibt Individuen, die können zum Beispiel viel besser klarkommen mit einem körperlichen Leiden, weil sie genau wissen, okay, da weiß man schon aus Studien, da muss man das und das und das machen und dann werde ich wieder gesund. Für einen anderen ist zum Beispiel irgendeine Art von Gaming-Sucht oder ein anderes Leiden, das durch Medien verursacht wird, etwas ganz Diffuses, das wabert irgendwie herum. Man weiß nicht so recht, ob diese oder jene Therapie da hilft. Also letztendlich geht es ja da um den Leidensdruck des Menschen, der eben bei sich etwas feststellt, was nicht gesund ist. Und das ist ja genau die Krux, denn wir können ja uns gesund fühlen und dennoch krank sein. Wir können aber auch krank sein und uns sehr gesund fühlen. Also quasi, das ist manchmal ganz schwierig festzustellen, ob da überhaupt eine Krankheit vorliegt. Vor allem in diesem einen Bereich, wo die Krankheit nicht so sichtbar ist. Jetzt haben wir in der Präsentation vorhin gesehen, dass gerade die neue Technologie neue Frühwarnformen auch bringt, neue Sensortechnologie, die uns frühzeitig eben darauf hinweisen soll, dass etwas nicht stimmt, dass wir möglicherweise krank sind oder potenziell krank. Gibt es das eigentlich auch im Bereich Online-Sucht, Gaming-Sucht, was Sie jetzt so anschauen? Ja, das fängt ja noch viel früher an, das mediale Begleiten und Überwachen. Also denken Sie daran, wie wenn zum Beispiel Kinder geboren werden, dann wird schon zu Hause mit gewissen Deckchen, die irgendwelche Sensoren haben, überwacht, wie der Herzschlag des Kindes ist, weil das Vertrauen bei manchen Menschen ganz tief ist, dass das Kind eben nichts hat, dass es gesund ist. Da gibt es eine Teilmenge der Bevölkerung, die elektronische Mittel nutzt, um das zu tun. Es geht sogar weiter noch in den Mutterleib hinein. Da können Sie seit etwa, was sind das, etwa 8 Jahre oder so, da können Sie Gerätschaften kaufen. Also Ultraschallgerät beim Frauenarzt haben Sie schon. Aber Sie können zu Hause quasi den Herzschlag so mit so einem kleinen Monitor, können Sie immer wieder reinhören. Also dieses Sicherheitsbedürfnis ist enorm groß. Das geht dann weiter. Also ich habe ein Kind, mein Jüngster geht in den Kindergarten. Das wird ausgestattet, also nicht mein Sohn, aber Kinder werden ausgestattet mit diversen Devices, dass man die Kinder verfolgen kann auf dem Schulweg, dass man genau weiß, wo dieses Kind ist. Und es gibt sogar Gerüchte bei den Lehrpersonen, die ich unterrichte, dass solche Gerätschaften auch ihren Unterricht abhören. Also selbst da dieses Vertrauen, dass der Unterricht gelingt, dass die Lehrperson das gut macht, wird von solchen Gerätschaften manchmal sogar ein bisschen erschüttert. Also da gilt es, eine ganz, ganz gute Balance zu finden, eben zwischen dieser Welt, wo wir alles tracken können, und dem, was diese Daten dann mit uns machen, ob wir das aushalten, alles zu wissen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, denn eigentlich sind diese Devices gar nicht so dumm, aber wir Menschen können oftmals nicht mit diesem Datenmaterial umgehen. Deshalb gibt es ja im Bereich der Medizin ja auch dieses Recht auf Nichtwissen, oder? Weil wir vielleicht all das Wissen gar nicht ertragen. Und interessanterweise hat es das Recht auf Nichtwissen ja auch in die sogenannte digitale Grundverordnung hineingeschafft, dass das eben vielleicht auch gerade im digitalen Bereich gelten soll.
wenn Sie, Herr Katomas, jetzt auch mit Ihrem Wissen über Medizin und Technik und vielleicht neue Produkte und neue Innovationen, die hier da sind, eben gerade im Bereich der Früherkennung, des Screenings, der Überwachung, des Monitorings, des eigenen Blutsauerstoffgehalts, des pH-Werts, das machen ja viele Leute heute auch und ziehen einen Gewinn daraus. Was ist die Chance und was ist eben vielleicht auch die Gefahr, dass wir durch all dieses Wissen eben noch kränker werden, als wir sowieso sind? Ich möchte zuerst mal eine Gegenfrage stellen. Wenn Sie sagen, die Leute, die den pH-Wert messen und so weiter, die ziehen ihren Gewinn daraus, dann frage ich mich ganz ehrlich, was für einen Gewinn ziehen die sich daraus? Ja, also ich glaube, da vielleicht, also eines hat Frau Hippel ja angesprochen, das Thema Sicherheit, oder? Dass man sich absichert, ich habe nichts. Die Frage ist, also wir als Ärzte sagen ja, es gibt ja keinen gesunden Patienten, es gibt nur solche, die zu wenig untersucht sind. Aber ich habe ja aus einem guten Grund aufgehört, Arzt zu sein, also von dem her, ich will da nicht als Beispiel gelten. Und einfach auch dahin nochmal, wie die Medizin und das Gesundheitswesen zurzeit noch gesteuert ist, diese Fehlanreize, die einfach massiv sind, das führt ja dazu, dass der Arzt über Mengenausweitung muss mehr machen, um irgendwann mal Patienten haben, die immer wieder zu ihm kommen. Also das ist ja einerseits etwas, was vom Patienten gewünscht ist, oder weil er das Gefühl hat, mit mehr Wissen hätte er eine zusätzliche Sicherheit, meiner Sicht eher eine Scheinsicherheit. Aber auf der anderen Seite ist es auch etwas, was von den Ärzten natürlich gefördert wird, weil sie werden ja nicht dafür bezahlt, um die Patienten gesund zu behalten, sondern sie zu behandeln, wenn sie dann krank sind. Und also danke. Und die Folge jetzt konkret für uns als Bürger, also tracken und screenen wir jetzt uns eher ein bisschen zu viel oder zu wenig? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, wenn er abends die Zähne putzt. Also will er wissen, ob er 12.000 Schritte gelaufen ist oder ob er mit diesem Ora jetzt gut geschlafen hat oder nicht. Wenn das einem glücklich macht, dann soll das einem glücklich machen. Langfristig ist es sicherlich gewisse Sachen, die was bringen, wenn man weiß, ja, ich mache genug Bewegung, aber das wissen wir ja seit 50 Jahren, dann wissen wir, gehen wir zweimal pro Woche laufen oder Fußball spielen oder etwas, da muss ich ja nicht, ich weiß, ich beginne um 7 und um 8:30 bin ich fertig und dann gehe ich mit den Jungs ein Bier trinken und dann habe ich das auch gemacht, das brauche ich ja kein Tracken, sondern gesunden Menschenverstand. Darf ich da einen ganz kurzen Anschlusskommentar machen? Also ich bin da der gleichen Meinung. Ich denke aber, diese Selbstverantwortung herauszufinden, macht mich das glücklich, gewisse Dinge zu wissen. Sei das jetzt die Schrittzahl, die ich gelaufen bin, sei das jetzt, ob mein Kind in der Kita, das ich ja unterdessen mit der App überwachen kann, sehe es den ganzen Tag, oh, da war es auf dem Klo, da hat es gegessen, da war es draußen, Fotos dazwischen. Also ist diese Informationsflut für mich auch zu viel? Weil das zu erkennen, das geschieht ja nicht nur intrinsisch, sondern manchmal muss man auch von außen mal hinhören, was die Leute ja, im sozialen Umfeld sagen, so nach dem Motto, ich glaube, das tut dir nicht gut. Und ich glaube, dort liegt eine ganz spannende Frage, mit der wir uns noch lange auseinandersetzen müssen, nämlich eben diese Vielfalt, mit der umzugehen. Und was scheinbar eben glücklich machen kann, das kann sich eben auch wenden. Also das, was erst wie ein Gewinn ausschaut, dann plötzlich zum Problem wird, dieses Wissen. Ich denke, an dieser Stelle würden wir mal öffnen fürs Publikum und uns anhören, was hier auch für Fragen sind, wenn ich sie erkennen kann. Oder! Die tobenden Massen mögen sich zurückhalten. Wir haben hier auch ein Mikrofon, das herumgeht, wenn Fragen da sind. Also etwas, was noch nicht angesprochen wurde, es wird ja an diesen Geräten und an vielen Sachen, was uns krank macht, sehr viel verdient von gewissen Leuten, zum Beispiel Agrochemikalien und so, die sehr ungesund sind, aber da verdienen Leute dran und wie viel, und dafür haben wir Arbeitslose, die vielleicht Unkraut jäten könnten. Zum Beispiel. Also, danke schön. Das wäre jetzt eine Frage. Müsste man nicht all die Dinge, mit denen
Geld verdient wird und die eben unserer Gesundheit schaden, müsste man die nicht versuchen, mehr zu beseitigen oder eben zu regulieren. Ja? Nein, Entschuldigung, dann habe ich es falsch verstanden. Einfach, dass man das einbezieht, dass dieses Interesse, Geld zu verdienen, auch bei vielen Sachen dahinter steht, dass nichts sich ändert. Weil zum Beispiel Süßigkeiten und all das Zeug, das wird beworben bis, und es ist natürlich dann gut, wenn man das isst, dann nimmt man noch mehr und so weiter. Also in allen Bereichen, was jetzt sagen, und dann auch diese elektronischen Gadgets, oder das, da verdient auch jemand dran. Und dann die natürlich die große Gefahr, dass alles überwacht wird. Da kann auch wieder jemand dran verdienen. Oder eben, das haben Sie, glaube ich, angetönt, die Krankenkassen, die dann die Daten haben und so weiter. Also eben, aber das Geld, das ist wirklich, finde ich, ein... das wurde einfach noch überhaupt nicht erwähnt. Und ich denke, da steckt viel dahinter. Absolut, also es ist ein maßgeblicher Treiber, warum Dinge sich langsam oder eben gar nicht weiterentwickeln. Also das fängt ja, also eigentlich geht es ja direkt ins Thema Konsumsozialisation hinein. Und das ist ein Thema, das ich persönlich finde immer, das gehört eben nicht nur erst in die Erwachsenenwelt hinein, sondern das soll schon bei den ganz Kleinen beginnen. Wir haben ja jetzt mit dem neuen Lehrplan immerhin, da haben wir vielleicht etwas Kleines Gutes gemacht, im Lehrplan 21, da haben wir das Fach Medienbildung und Informatik. Und ich nehme Ihnen jetzt einen Auszug aus diesem Lehrplan heraus, der zum Beispiel heißt, Kinder sollen früh erfahren, was Werbung ist und was Werbung von mir möchte. Und Werbung ist ja nichts anderes als das, was Sie gerade angesprochen haben. Man macht für etwas Werbung und ich möchte, dass du das kaufst, dass du das toll findest. Ich stelle etwas sehr, sehr schön und attraktiv dar. Und wenn wir es schaffen, dass bereits Kinder gewisse Phänomene mit Werbung, eben Konsum, ein bisschen durchschauen lernen, ohne die Illusion zu entwickeln, dass sie dann nicht trotzdem einen Tobsuchtsanfall bei der Mikrokasse haben, denn das kindliche Verhalten ist einfach so, dass die sehr impulsiv sind. Aber wenn wir sie langsam dran hinführen, dass die Welt voller Verführungen ist, aber wir auch Coping-Strategien haben für diese Sachen. Und das soll ja nicht so sein, dass nur die Kleinen das wissen. Das geht ja dann weiter. Man erfährt mehr über komplexere Werbung. Also beispielsweise Influencer-Werbung ist eine relativ neue Sache, wenn man die Werbegeschichte anschaut. Früher konnte man sagen, ein Kind im Primarschulalter kann irgendwann mal zielgerichtet unterscheiden zwischen Werbung und sonstigem Inhalt. Machen Sie das jetzt mal mit diesen Influencern. Da steigen ganz viele Erwachsene schon nicht durch. Also wenn man die Kinder früh genug auch einbindet, bis ins Erwachsenenalter hinein, so könnten wir, das kommt jetzt darauf an, wie es umgesetzt wird, auch Erwachsene großziehen quasi, die dann besser auf diese Phänomene reagieren können und ihr eigenes Lebensverhalten reflektieren können. Ist das das, was Sie meinten, Herr Kathomas, mit beim Verstand packen, die Leute? Ja, Eigenverantwortung ist für mich eigentlich das Zielwort hier. Aber wie will man die fördern? Das ist die große Frage. Also Eigenverantwortung auch im Widerstehen gegenüber den kommerziellen Interessen. Ja, das ist sehr hochphilosophisch. Was sind nicht kommerzielle Interessen? Also, ich habe jetzt einfach konkret von den kommerziellen Interessen gesprochen, die jetzt hier diskutiert wurden im Saal. Oder? Die monetären Treiber sind leider überall und man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, um die Familie durchzubringen. Also hat man natürlich irgendwelche Kräfte, die einem irgendwo hinbringen, auch wenn das vielleicht nicht das ethischste Verhalten wäre, was man an den Tag legen müsste. Hier gibt es noch. Ich hätte tatsächlich selber eine Frage dazu, und zwar die Eigenverantwortung. Und ich habe da eine Anekdote aus meiner Heimatstadt Wien. Ich bin in den Supermarkt gegangen und wollte mir einen Pfirsich kaufen und dann stand dort ein Warnhinweis, der Kern des Pfirsichs sei nicht essbar. Und ich komme aus der Veranstaltungsbranche und es gibt sehr viele Reglementierungen, also auch jetzt zur Covid-Zeit, klarerweise und verständlicherweise. Ich habe das Gefühl, dass die Überreglementierung durchaus den Verstand ausschalten lässt. Das heißt, ich bin eigentlich nicht mehr fähig, eine Gefahr zu erkennen, wenn sie nicht draufsteht, was wirklich sehr an meinem Verstand nagt mit der Zeit. Und
das finde ich eben spannend. Also ist jetzt die Überreglementierung eigentlich daran schuld, dass wir unseren Verstand nicht mehr nutzen können? Ja, ist doch eine spannende Frage, oder? Versucht man die Leute so sehr zu schützen, dass sie sich nicht mehr selber schützen? Haben wir hier einen Kompetenzverlust? Ja, ich meine, die Reglementierung, der Regulator, der ist ja auch nicht eine unabhängige Einheit, sondern der ist ja auch geinfluenced von den verschiedenen Stakeholdern, sagen wir jetzt mal im Gesundheitswesen. Und die Regulation, jetzt spreche jetzt insbesondere bezüglich Innovation im Gesundheitswesen, die Regulation ist ja sehr häufig auch da, um bewährte Silos beizubehalten und ja nichts Neues in den Markt kommen zu lassen, das eigentlich besser für den Kunden und Patienten sein könnte. Also ich erkenne da auch ganz klar bei dem Beispiel, übrigens sehr schönes Beispiel, sehe ich da diesen Wunsch nach Risikominimierung überall. Das kann da beim Pfirsich sein, das kann aber auch sein, wenn Sie an einen Spielplatz rangehen, wie der heute aufgebaut ist. Das unterscheidet sich grundlegend von Spielplätzen vor 30 Jahren oder noch weiter zurück. Es werden Äste von Bäumen abgetrennt, dass da keine Kinder hochklettern. Es werden diese Gummimättchen, die kennen Sie, diese viereckigen Gummimättchen verteilt, dass wenn ein Kind irgendwie runterfällt von eh nicht hohem Gerüst oder so, dass da ja nichts passiert. Also diese Risikominimierung stellt man ganz fest in sämtlichen Teilen der Gesellschaft fest. Es darf nichts passieren. Dabei vergisst man ja, das Leben ist gefährlich, es endet mit dem Tod. Also von dem her, wir müssen uns mit den Risiken auseinandersetzen, ja, aber verrückt machen lassen damit und Kindern beispielsweise schon den Zugang zu Aktivitäten verbieten, weil da ja doch was passieren könnte, das Kind könnte umfallen. Das ist auch eine schwierige Zone, finde ich. Und das ist jetzt eine Perspektive, die würden Sie auch auf diese nicht übertragbaren Krankheitsrisiken anwenden, die wir jetzt besprochen haben hier? Dass man ja, weil nehmen Sie mal Eltern, die zum Beispiel große Ängste entwickeln gegenüber so ziemlich allem. Die übertragen sich auch auf die Kinder. Wenn die Kinder merken, ich werde ständig abgekapselt und das darf ich nicht machen, das kann ich nicht machen und oh, warum haben die solche Angst, meine Eltern? Eltern sollten eine gewisse Ruhe ausstrahlen, eine Sicherheit im besten Fall. Diese Eltern würden diese Ruhe nicht ausstrahlen. Also was merkt das Kind? Irgendetwas ist mit mir offenbar nicht in Ordnung oder mit dem, was mich umgibt. Und in dieser Angst aufzuwachsen, das kann es ja auch nicht sein. Deshalb haben die Eltern eine Verantwortung, an ihren Ängsten zu arbeiten, einerseits. Und eben auch zu schauen, klar gibt es Risiken, aber die dürfen unser Leben einfach nicht, also die dürfen nicht überhand nehmen. Dann sind wir bei der Gewichtung auch von Lebensqualität und Gesundheit, oder? Dass man hier sagt, die Qualität darf nicht zu sehr darunter leiden, dass wir Angst haben vor Schädigungen der Gesundheit. Hier hinten ist noch eine Frage. Das mit dem Spielplatz war ein recht explizites Beispiel, aber ist da nicht die Frage, ist das weniger die Angst der Eltern als vielleicht so finanzielle Folgen, wenn das Kind runterfällt auf den Stein und dann die Versicherung zahlen muss? Natürlich, das spielt alles mit rein, mit dem Pfirsich ja auch, also ja, da sind Sie, mit dem Pfirsich ja genau auch, ja Sie und die Kommentatorin mit dem Pfirsich. Auf jeden Fall, das spielt beides damit. Und das mit dem Pfirsich würde ich auch sagen, das hat niemand aus Gründen der Menschenfreundnis einfach da reingeschrieben, sondern die haben auch Angst gehabt, dass die Supermarktkette dann verklagt wird. Also das hängt schon alles zusammen und die Versicherungen erfassen ja nicht umsonst so viele unserer Daten, weil die möchten ja genau abschätzen, wird der mal teuer für mich? Also das spielt alles damit rein. Versuchen Sie mal mit 40 eine Zusatzversicherung abzuschließen. Haben wir noch? Ja, es gibt noch weitere Wortmeldungen hier. Okay.
Also ich kann eigentlich nur sagen, ich sehe das schon ein, dass es von ganz viel von oben kommt, von Leuten, die Geld verdienen an diesen ganzen Sachen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wie schon viel angetönt, meiner Meinung nach mit der Eigenverantwortung, insofern, wo es gibt keine Supply, ohne dass Demand da ist. Also es ist mir eigentlich noch eingefahren, mein Vater ist auch Arzt und er bemerkt jetzt schon länger eine gewisse Konsumhaltung auch von den Patienten. Also es ist mir so ein bisschen auch aufgefallen, dass mit dem Reichtum, den wir mittlerweile haben, wahrscheinlich auch eine gewisse Konsumhaltung überhand nimmt in allen Aspekten des Lebens. Und jetzt halt Gesundheit weniger, einfach wirklich mehr ein Konsumgut wird. Und die Sicherheit des Kindes wird ein Konsumgut. Es ist alles mittlerweile ein Konsumgut, weil wir das Geld haben, um all das Sachen zu kaufen. Also ich finde, es ist logisch für die nicht sehr viele Leute, also Sachen Geld, aber andererseits, es ist ein Demand da von Leuten, die eine ganz andere Haltung haben als vor 30 Jahren, an Gesundheitsthemen zum Beispiel. Mhm. Also, ja. Dankeschön. Wollen Sie noch? Okay. Ist einverstanden. Wenn wir sonst keine weiteren Wortmeldungen haben, würde ich sagen, dann werden wir noch ganz kurz hier im Saal abstimmen, weil mein Kollege Herr Schellekens hat ein paar Fragen vorbereitet, zu denen Sie simple Ja-Nein-Fragen, zu denen man schnell und leicht Stellung nehmen kann. Und es gibt eine Anwendung mit dem Mobiltelefon, wo man sich über einen QR-Code schnell einwählen kann und dann sein Ja oder Nein abgeben kann. Und wir zeigen nachher gerade, wo das ist, aber vielleicht jetzt erstmal zu den Fragen. Wir würden Sie also bitten, zu beantworten. Und das machen wir, damit wir herausfinden, wo wir hier im Saal also ungefähr stehen. Ja? Die Frage, ich fände es richtig, höhere Krankenkassenprämien zu bezahlen, wenn ich mich ungesund verhalte. Also ich rauche, aber bin dann auch bereit, mehr Krankenkassenprämien zu bezahlen. Zweite Frage, ich bin damit einverstanden, wenn medizinische Behandlungen nur dann bezahlt werden, wenn ich mein Verhalten danach auch entsprechend ändere. Ich bekomme also nur die neue Hüfte, wenn ich nachher auch wirklich Gewicht verliere, wenn ich das verspreche. Ja? Ja oder nein, bin ich einverstanden damit? Meine Alltagsdaten sollten verwendet werden, um durch Früherkennung mögliche Krankheiten zu entdecken und Prävention effektiver zu betreiben. Also Prävention an mir und mögliche Krankheiten in mir. Ja? Meine Alltagsdaten, meine Bewegungen, mein Einkaufsverhalten, meine Nutzung des öffentlichen Verkehrs etc. Bin ich dafür? Ja oder nein? Viertens, ich unterstütze, dass der Staat Produkte oder Zutaten mit klaren Gesundheitsrisiken höher besteuern oder verbieten soll. Ich finde das gut, wenn der Regulator höhere Steuern erhebt auf Produkte und Dienstleistungen, die mich krank machen. Fünftens, ich bin der Meinung, dass sich unsere Gesellschaft zu sehr auf Gesundheitsrisiken konzentriert und dabei vergisst, den Genuss als zentralen Bestandteil des Lebens zu verstehen. Wir sind zu fixiert auf Gesundheit und zu wenig auf Lebensqualität. Und letzte Frage, ich glaube, dass mit mehr Eigenverantwortung lebensstilbedingte Krankheiten in der Schweiz nicht ausreichend reduziert werden können. Es braucht Maßnahmen. Wir selber sind zu faul. Und jetzt kann man entweder, wenn Sie mögen, einfach auf die Website gehen und den Code da oben eingehen oder Sie fotografieren diesen QR-Code ab und sollten dann direkt dort landen, wo Sie sein müssen. Und dann können Sie da diese Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Wir garantieren das höchstpersönlich im Namen des Think Tanks Wire und behalten alle Daten selber. Machen dann später irgendwas damit. Nein, nein, natürlich nicht. Und wenn wir dann also 6-mal Ja oder Nein von Ihnen haben, dann können wir dann auch die Resultate entsprechend kurz in unserem Koordinatensystem verorten. Und die Leute daheim können natürlich oder machen natürlich ebenfalls mit.
Realtime natürlich. Was sagst du jetzt was zum Schluss? Nein. Nein. Na komm doch, du hast Ja, das ist natürlich schlecht, dass unsere Gäste jetzt nicht auch mitstimmen. Ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich, sind sie durch. Also dann machen wir hier mal einen Punkt und wenn sich es dann noch dramatisch verändert, dann kriegen wir es mit. Und der Kollege ordnet das dann noch im Koordinatensystem an. Ja, aber die erste Frage, ich bin bereit, ich finde es richtig, mehr zu bezahlen, wenn ich mich auch ungesund verhalte. Da finden wir doch eine ziemliche Zustimmung, wenn auch nicht eine vollständige. Ja, wir sind hier irgendwo im Zweidrittelbereich, wo man sagt, doch, wenn ich mich wissentlich selber gefährde, mich ungesund verhalte, dann bin ich auch bereit, hier mehr zu bezahlen. Wir haben jetzt nicht gefragt, ob das nur die Zusatzversicherung betrifft oder auch die Grundversicherung. Ja, das wären dann die spannenden Fragen. Also wir haben hier zwei Achsen, die Frage der Verantwortung und die reicht von individuell bis kollektiv. Ja, ich selber bin ganz allein verantwortlich oder das Kollektiv trägt hier auch mit und baut hier auf Solidarität. Und oben gehen wir eher Richtung Gesundheit und Richtung Genuss. Wirst du die anderen auch noch auswerten oder? Ja, die anderen Resultate, wirst du die jetzt platzieren da im Koordinatensystem? Also das sind jetzt die Gesamtresultate, also das ist den Durchschnitt. Das ist, wo das Kosmos-Publikum steht. Okay, das ist schon ein aggregierter Wert, ja, schon zusammengerechnet. So schnell geht das. Wunderbar. Und wie üblich bei der künstlichen Intelligenz wird nicht genau erörtert, wie es funktioniert hat, die Aggregation. Nein, sie wurden jetzt einfach schön zusammengefasst in einen roten Punkt und wir klären das dann nachher über einem gesunden Mineralwasser an der Bar, wie das genau zustande gekommen ist. Ja. Das bleibt eine Blackbox. Das bleibt eine Blackbox, wie hier gerechnet wurde. Heinz Schellekens ist der Mann, den man dafür kontaktieren muss. Auf jeden Fall tendieren wir hier also offenbar Richtung Gesundheit und doch nicht allzu sehr Richtung komplette harte Eigenverantwortung. Vielleicht eben denken wir hier auch an die Grundversicherung, über die eben auch gewisses Verhalten solidarisch mitgetragen werden soll. Ein gewisses Gesundheitsbewusstsein ist aber doch da, dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind die ganze Zeit zu fixiert auf Früherkennung und gefährliche Signale bezüglich unserer Gesundheit. Also ganz viel mehr Genuss wird hier nicht eingefordert. Aber ein ziemlich mittiges Bild, würde ich sagen. Also offenbar ganz krasse Ausreißer haben wir hier nicht dabei. Ich glaube, an dieser Stelle würde ich mich bedanken für die Teilnahme von Ihnen, von unseren beiden Gästen, die da auf der Bühne mit uns waren und mit uns diese Themen besprochen haben. Diese Themen bleiben uns erhalten. Der Think Tank Wire arbeitet zu nicht übertragbaren Krankheiten, Lebensstilkrankheiten und wird nächstens auch eine Schwerpunktpublikation zum Thema herausbringen. Und es würde mich freuen, wenn wir an einem zukünftigen Event vielleicht noch einmal gemeinsam darüber sprechen können. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Trinken Sie noch was an der Bar, aber Sie sind selber verantwortlich, das wissen Sie.